Zum Thema Brexit sprach Angela Merkel vielen aus der Seele. Ich glaube, dass die Verlängerung so kurz wie möglich sein sollte, so die deutsche Kanzlerin. Aber sie sollte uns auch eine gewisse Ruhe geben, dass wir uns nicht alle 2 Wochen wieder mit dem gleichen Thema befassen müssen. Was für manche Mitte 2016 mit Partystimmung nach dem britischen Referendum begonnen hatte, ist für viele längst eine Odyssee von verpassten Deadlines. Spätestens nach der 3. Ablehnung von Premierministerin Theresa Mays Austrittsabkommen im Parlament in London. Eine Zwickmühle, denn einen No-Deal-Brexit wollten die Volksvertreter auch nicht, also in die Verlängerung. Knapp vor der ersten Brexit-Deadline Ende März sagten die EU-Staats- und Regierungschefs ja, bis zum 12. April entweder ohne Vertrag austreten oder einen glaubwürdigen Plan vorlegen oder das Parlament nimmt das Austrittsabkommen an, dann goodbye am 22. Mai. Aber es kam anders. Die britischen Abgeordneten rissen im internen Machtkampf die Initiative an sich, stellten alternative Austrittsvarianten in Versuchsabstimmungen zur Wahl und lehnten prompt am 1. April 4 dieser Optionen ab. Eine Zollunion, eine 2.0-Version des gemeinsamen Marktes nach einem weichen Brexit, ein neues Referendum und einen vollständigen Widerruf des EU-Austrittsartikels 50. Da konnte May nicht mehr vor noch zurück und wandte sich, zur Empörung vieler in ihrer Partei, an die Opposition auf der Suche nach einem Kompromiss. Noch nicht gefunden. Also weitersuchen, wenn möglich mit dem Segen der EU-Staats- und Regierungschefs bis zum 30. Juni. Bitte Emmanuel Macron, bitte Angela Merkel. Aber immer noch ohne Plan, wie es weitergehen soll. Den hatten die Gipfelteilnehmer beim letzten Aufschub bis zum 12. April 3 Wochen zuvor zur Bedingung gemacht, eigentlich. Und viele fürchten, dass die Hängepartie bei den Europawählern Überdruss erzeugt. Aber wie sagte schon der legendäre Winston Churchill? Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Und dann sagte er angeblich auch noch, lassen Sie Europa entstehen.